Ja, hallo meine Kochfreunde, wir sind mal wieder bei Dynamic Food, ich bin Hannes the Cook und heute zeige ich euch mal was Schnelles, so ein kleinen Quickie in der Küche. Nein, nichts Versautes natürlich. Ja, unsere Zutaten sind ganz leicht, kommt mal mit. Unsere Zutaten bestehen eigentlich nur aus magerem Schweinefleisch. Da habe ich eine Zwiebel auf 500 Gramm reingepackt, Rosmarin, Petersilie, Gyros-Gewürz und sonstiges. Es gibt auch so Fertigmischungen zu kaufen, habe ich mal gesehen. Und dann haben wir hier Rotkohl. Rotkohl ist sehr gesund und ich stehe total auf Rotkohl, muss ich sagen. Dann haben wir hier noch einen Apfel. Den machen wir noch schnell hier. Ganz einfach in den Kern hier. Jetzt schneiden wir den so in Scheiben runter. Und dann wieder so. Ein kleines Stückchen. Hier ist noch ein Korn. Das mache ich mit dem restlichen Apfel auch noch. Ja, warum Rotkohl? Rotkohl ist etwas sehr Gesundes und ist halt ein Quickie in der Küche. Man hat schnellen Hunger, großen Appetit. Was soll man dann kochen? Rotkohl? Kann man frisch kaufen, man kann ihn aber auch eingelegt kaufen in einem Glas. Rotkohl hat sehr viele gute Sachen. Rotkohl hat zum einen die Antioxidativen, die gegen die freien Radikalen sind. Also auf Deutsch gesagt, es ist krebsvorbeugend, wenn man regelmäßig Rotkohl isst. Aber es ist ballaststoffreich. Es hat viel Vitamin C, Kalium und Senföl, was unter anderem beim Abnehmen hilft und beim Entwässern. Ja. Rotkohl ist super gut für den schnellen Hunger, vor allem wenn man abnehmen möchte und abends nicht weiß, was man will, dann sollte man etwas Mageres essen. Das ist ein perfektes Gericht. Am besten wäre natürlich mit Rindfleisch, aber Rind ist halt teuer, deswegen mache ich jetzt ein bisschen so Hartz-IV-Food-mäßig die günstigere Variation, damit niemand sagen kann, ey, man kann nicht günstig kochen, aber doch, das geht günstig und sehr gesund so. Ja, wenn unsere Pfanne heiß ist, geben wir unser Dynamic Food Öl dazu. Schnell nochmal verteilen hier. Und dann hauen wir unser Fleisch einfach dazu. Verteilen und lassen das jetzt erstmal anbraten. Ja, unsere Pfanne brutzelt. Ich gebe jetzt den Apfel dazu. Das Fleisch ist jetzt allmählich komplett durch. Mal kurz so durchrühren hier. Apfel hat ein wunderschönes Aroma mit Rotkohl in Verbindung und den Zwiebeln vor allem. Jetzt kommt unser Rotkohl dazu. Alles verrühren. Und jetzt sagen wir mal so 5 Minuten köcheln lassen, damit der Rotkohl heiß wird. Und fertig ist das Essen schon. Eigentlich im Prinzip eine Sache von 15 Minuten. Ja, das Essen ist jetzt fertig. Ich weiß noch gar nicht, wie ich es nennen soll. Es ist auf jeden Fall super gesund, sehr lecker. Ich kann nur empfehlen, also mit Rind, der ist natürlich von der Qualität noch tausendmal besser. Aber man könnte es theoretisch gesehen auch mit Krautsalat machen. Also man kauft Schwein, Zwiebeln, Krautsalat. Macht das gleiche Gericht, nur mit Kraut am Ende und noch ein bisschen Tzatziki vielleicht dazu. Halt der Apfel weg und man hat ein super geiles griechisches Gericht, würde ich schon fast sagen. Und das ganz, ganz schnell. Es dauert echt nicht lang. Und wie gesagt, das Wichtigste, man nimmt abends ab, man kann das bedenkenlos essen. Es sind keine Kohlenhydrate dabei. Natürlich, der Rotkohl hat immer so ein bisschen Anteil von Zucker, aber wenn man sich den Rotkohl frisch selber kauft, was noch günstiger im Endeffekt ist, und dann sich selbst runterschneidet, was ganz einfach ist. Vielleicht zeige ich das nochmal. Ja, das war's eigentlich schon. Im Prinzip, guten Appetit. Euer Hannes the Cook.